Abtalk zum ersten Rennen mit Manne Zwiener zu den Chancen von Herbie Dott. Manne, viermal gewonnen letztes Jahr. Da warst du sicherlich zufrieden mit ihm. Ja, gut, nicht nur die Siege, auch die Plätze waren gut. Er hat tolle Rennen gelaufen und er hat eine Klasse erreicht, wo es einfach zu schwer ist. Er ist in eine super Fette gelaufen und war nie weit weg oder hat auch gewonnen. Es war sehr gut mit ihm, ja. Hat dann die verdiente Pause über den Winter bekommen? Ja, er hat die Pause bekommen, weil er leider hinten links ein Überbein hatte und das hatte sich immer entzündet, hat sie immer Blütirinsel gebildet und das hat ihm ein bisschen wehgetan. Das haben wir versucht wegzukriegen. Ist uns leider nicht ganz gelungen, aber er hat die Pause genossen. Braucht er jetzt den Start heute noch? Auf jeden Fall, ja. Ich meine, das ist auch viel leider, sondern ich glaube, der ist sowieso nicht zu schlagen und der Hobby soll nach der Pause ein gutes Rennen mitlaufen. Er hat gut gearbeitet, er hat so viel Arbeit, er wird keine Kondition fehlen, aber er soll einfach vernünftig mitlaufen. Das heißt, du wirst ihn am Start wahrscheinlich nicht einsetzen und wie verstecken und verdecktes Rennen? Mit Klappen 8 bleibt mir ja nicht anders übrig, wenn ich da oben lang fahre. Man könnte den Herbie Dott das mögliche in der Hecke landen. Also ich muss zurücknehmen, weil er ist ein sehr schwieriges Pferd. Wenn er außen alleine ist, ist es natürlich sehr gefährlich, dass ich den mal wegkriege. Dann toi toi toi. Dankeschön.